Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Minecraft Förder. Ich habe jetzt schon wieder 2 Wochen nicht gespielt, das heißt, ja, ich bin wieder etwas aktueller mit der Folge gerade. Und ja, ich habe auch mal wieder die Renderdistanz, glaube zu hoch. Ich probiere es ja immer mal zwischendurch, ne, die ein bisschen hochzustellen auf Far, aber meistens, vor allem wenn ich in bestimmte Richtungen gucke, geht es dann irgendwie gar nicht mehr. Hier geht's irgendwie komischerweise wieder, ne, zumindest gerade, aber hier irgendwie wieder nicht, und wahrscheinlich ist es in ein paar Minuten dann so, dass ich, wenn ich in andere Richtungen auch gucke, dann auch wieder Einbrüche habe und was weiß ich, ne? Ist immer ziemlich komisch. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt mir gar nicht so richtig einen Plan gemacht, was ich bauen möchte. Und da muss ich mir jetzt erstmal was überlegen. Wir wollten ja da unten irgendwie was machen hier mit dieser Dreiteilung, ne? Und da hatte ich ja auch vor, dieses Holz zu nehmen als Boden. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, weil wir haben hier und da ebenfalls nicht dieses Holz, und ja, vielleicht passt das gar nicht so richtig. Ich denke mal, ich reiße das jetzt erstmal wieder weg, und wir können ja hier erstmal Stonebricks nehmen, ganz normal, und später dann vielleicht mit dem anderen Holz arbeiten. Also was in der Richtung kommt, habe ich sowieso noch absolut keine Ahnung, ne? Also weiß ich noch überhaupt nicht. Das wird halt eher so ein Durchgang nur, ne? Also das ist ja eigentlich klar. Und das wird eben so ein Abgang zur Mine, ne? Das ist eigentlich auch alles keine Frage. Aber hier habe ich überhaupt keine Idee, und das stört mich eigentlich. Aber gut, ich tausche jetzt ja erstmal die Stonebricks aus und mache auch gleich die Decke nochmal von dem anderen Ding. Vielleicht mache ich ja die Decke immer aus Fichtenholz. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, das könnten wir vielleicht so machen. Da könnte ich eventuell auch hier diese Blöcke entfernen. Ja, dann machen wir das so, weil ich wollte das ja irgendwo noch verbauen, und ja, das ist eine gute Idee. Gut, dann hole ich mir jetzt erstmal eine Spitzhacke, und ich habe auch wieder ein Thema. Und zwar soll es um Freistunden am Morgen gehen. Das ist so ein Thema, das habe ich jetzt auch schon seit einiger Zeit aufgeschrieben. Das ist mir mal irgendwann eingefallen, als Street das so ähnlich in seiner Folge angesprochen hat. Und ja, ich muss sagen, so Freistunden am Morgen sind eigentlich immer so eine Sache, die mich ziemlich, ja, ankotzen, kann man sagen. Weil, keine Ahnung, es ist halt einfach so, man kann diese Zeit nicht wirklich nutzen. Ja, auch wenn ich jetzt persönlich nicht so einen großen Nachteil habe, von wegen, ich muss Bus fahren oder so, das ist halt bei mir nicht der Fall. Ich kann einfach in meiner eigenen Stadt in die Schule gehen und muss nicht fahren. Also ich kann normal hinlaufen, ja. Und das ist eigentlich ganz angenehm, muss man ja sagen. Da habe ich eigentlich schon noch sehr Glück gehabt, aber trotzdem ist es das Problem, wenn ich jetzt früh morgens irgendwie 2 Stunden Ausfall habe. Oder weiß ich nicht, ne? Also es war zumindest letztes Jahr immer so. Ich hatte Donnerstag jede Woche planmäßig ab der 3. Stunde aus Unterricht. Also ich hatte nie ab der 1. Stunde Unterricht, weil das einfach der Stundenplan so hergegeben hat, ne? Also der war einfach so aufgestellt, und das hat mich einfach nur angepiept, weil man die ganze Zeit, das ganze Jahr, musste ich, erst 9.40 Uhr hatte Unterricht begonnen, genau. Und das war übelst nervig einfach nur, weil wenn man dann früh morgens, ich bin dann halt immer normal aufgestanden, ne, wie sonst, um jetzt auch nicht unbedingt aus dem Rhythmus zu kommen in der Woche, ne, mittendrin, da hatte ich jetzt unbedingt nicht so die Lust drauf. Wenn es jetzt Montag gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich dann auch noch länger geschlafen, ne? Aber es war an einem Donnerstag immer, und da dachte ich mir, komm, das lohnt sich jetzt nicht, jetzt den Schlafrhythmus sozusagen ein bisschen umzustellen und dann wieder zurück, ne? Das wäre dann so eine Art Jetlag gewesen, so in Mini-Form. Und keine Ahnung, das wollte ich einfach vermeiden. Und ansonsten, ja, war es eben auch für mich besser. Ich habe mir gedacht, ja, da mache ich eben in der Zeit dann entsprechend irgendwas anderes. Aber meistens war es dann so, ich habe da zum Beispiel aufgenommen oder irgendwas und hatte dann nie noch Lust auf Schule. Keine Ahnung, ich habe mir dann immer durch die Sachen, die ich da gemacht habe, die Lust auf die Schule genommen. Beziehungsweise die Motivation überhaupt an dem Tag. Und keine Ahnung, dann hatten wir halt auch immer Geschichte gleich, ne? Bei so einem scheiß Lehrer letztes Jahr. Und dann hatten wir noch Geografie und Chemie noch bis zur 8. Stunde tatsächlich, ne, also eigentlich 6 Stunden, aber eben von der 3. bis zur 8. Und ja, keine Ahnung, ich hatte da nochmal übelst keinen Bock auf diese Fächer, weil das hat mich sowieso nicht so krass interessiert, also zum Beispiel hier Geografie, weiß ich nicht, hat mich nicht so krass interessiert, beziehungsweise
war immer, er hat sich immer gezogen irgendwie. Und genauso war es bei, also Geschichte war eigentlich sowieso immer das Schlimmste. Na, habe ich ja schon öfter mal erzählt, was mich an Geschichte stört und so. War, glaube ich, letzte Folge sogar, ne? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, was war noch? Ah ja, stimmt, Chemie. Ja, habe ich auch immer keinen Bock drauf gehabt. Weil das war halt in den letzten beiden Stunden und keine Ahnung. Das war halt irgendwie immer übelst geschlaucht und ich fand es halt auch dämlich, dass wir das immer nur da hatten und nie wann anders. Also immer nur in der 7., 8. Stunde. Da konnte man sich nie wirklich auf irgendwas konzentrieren in dem Fach. Und ja, dann hatten wir auch ständig Experimente gemacht und halt viel zu übertrieben oft, ne? Und ich mag das irgendwie nicht, so Chemie-Experimente. Keine Ahnung, da bin ich nicht so der Typ für. Das ist immer übelst stressig einfach für mich. Ja, das kann ich auch mal ansprechen vielleicht, warum ich Chemie-Experimente nicht leiten kann. Ja, auf jeden Fall war es dann folgendermaßen. Es ist immer wieder wirklich mir aufgefallen, auch so, wenn ich mal Ausfall hatte, dass ich einfach dann, ja, dass das nie gut war, so, wenn ich mal vormittags frei hatte und dann wieder in die Schule musste, ne? Vielleicht war es auch manchmal, also es war es auch manchmal so, dass wir halt eine Stunde hatten, dann hatten wir Ausfall und dann musste ich nochmal hin und oder sowas, ne? Und das war einfach nur nervig immer. Ja, keine Ahnung, also irgendwie hat mir das immer nicht so gefallen, da dann irgendwie nochmal hin zu müssen und bla bla bla. Keine Ahnung. Ja. Und deswegen fand ich Ausfallstunden am Morgen halt nie gut. Ich hätte es dann eigentlich immer vorgezogen, diese am Nachmittag zu haben. Ja, weil da kann man sich eh nicht mehr so gut konzentrieren, wie ich gesagt habe, ne? Und ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass wir Chemie letztes Jahr dann in den ersten beiden Stunden stattdessen gehabt hätten. Und vor allem, es war ja auch noch so, es war ja eigentlich nur reine Glückssache. Es gab noch einen anderen Chemiekurs, der hatte dann in den ersten beiden Stunden. Und unser Chemiekurs war dann eben erst 7.8. Und das war eigentlich auch übel scheiße. Warum hat man das nicht zusammengelegt? Ja, das lag, glaube ich, aber an den Lehrern, weil die nicht anders konnten. Also die Lehrerin da, die konnte nur in der 7.8. wahrscheinlich. Sonst wäre das nicht aufgegangen und ja, ach, ich mach doch hier großes Scheiße schon wieder. Und wegen so einem Scheiß muss man dann eben immer einstecken, ne? Und das ist halt einfach nur nervig. Und ich sag viel zu oft, ne, ich weiß, ich weiß. Oh, ich achte die ganze Zeit eigentlich drauf, das nicht zu sagen. Ich versuche es, aber ich krieg's nicht geschissen. Das regt mich auf. Das habe ich doch sonst nie so oft gesagt. Nie. Das kannst du mir nicht erzählen. Alter, ey, das ist doch nicht mehr normal. Da musst du manchmal übelst aufpassen, was du redest, ne? Oh, schon wieder. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Ich krieg das nicht mehr raus. Das liegt aber jetzt am Flow, am Aufnahmeflow sozusagen. Wenn ich jetzt bis morgen warte, dann ist das wieder weg. Aber in dem Moment regt es einen dann immer übel auf. Weil man ja nicht, ja, sich quasi porten kann zum morgigen Tag. Und dann weitermachen kann. Gut, könnte ich. Könnte jetzt sagen, ach, ich hör auf und mach morgen weiter, aber nee. Das will ich nicht. Ich habe eigentlich schon Bock. Aber, ja, keine Ahnung. Ist alles doof. Ich höre auf mit YouTube. Nein. Okay. Auf jeden Fall kann man noch irgendwas dazu sagen. Ja, also wie findet ihr das mit den Ausfallstunden? Findet ihr das gut so am Morgen? Viele sagen, ja, ich brauche unbedingt meinen Schlaf und will dann ausschlafen. Aber da war ich eigentlich nie so der Typ für. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt frühmorgens dann ausschlafen. Also ich will dann schon die Zeit irgendwie nutzen und nicht das Ganze verschlafen. Ja, also weiß ich nicht, das war irgendwie oder wäre für mich nicht so eine wirkliche Option gewesen. Weil ich gehe auch nicht irgendwie nach der Schule nach Hause und leg mich hin. Das mache ich auch nicht. Das machen vielleicht andere so, aber ich bin dann einfach nicht der Typ für. Weil ich dann immer die Zeit eigentlich nutzen will. Ja. Naja, schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung rein, ne, wie gesagt. Und ja, dann gucken wir mal. Ich baue jetzt hier noch kurz die Steine ab, weil das ist wirklich mal überfällig, dass wir hier zumindest ein bisschen weiterkommen in dem Raum. Und ja, hier hinten, das kommt nochmal weg. Dann muss ich mir noch was für die Wände überlegen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie groß der Raum wird und was hier reinkommt. Wahrscheinlich ein Lager oder so.
Fände ich ganz gut, also so ein sortiertes Lager halt. Und das kann ich mir eigentlich auch schon mal auf ein Schild schreiben. Hier unten. Komm, das mache ich mal kurz. Einfach kurz ein Schild gecraftet. Und dann können wir da auch mitarbeiten. So. Da schreibe ich das mal auf. Also hier. Ja. Lager. In Klammern. Sortiert. Okay. Und oben ist dann halt so eine Kramskiste hier. Beziehungsweise zwei Kramskisten. Mal sehen, was hier hinkommt. Und unten haben wir dann eben noch ein bisschen Lagerplatz. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Auch für Cobblestone vor allem sehr geeignet. Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns dann. Ja. Ich mache jetzt einfach mal die Decke hier so. Okay, tschüss.